Die Frage ist, wie führt man kleine Dateien in Talent zusammen? Wir haben in unserem Info-Verzeichnis verschiedene Adressdateien, die nicht sehr umfangreich sind. Die möchte ich in eine gemeinsame Excel im Output überführen. Und das machen wir Schritt für Schritt, damit du ein klein wenig natürlich jetzt übst. Gut, also ich habe hier das Beispiel zwar schon offen, aber wir erstellen uns natürlich einen neuen Job. Wir sagen Create a Job. Geben dem Ganzen einen Namen, ich nenne es Datei-Szenario und sage Finish. So, das Erste, was wir jetzt machen, wir schauen uns mal so eine Datei an. Und so habe ich hier so eine Adressdatei. Wie gesagt, ich öffne es mal einfach als Text. Da haben wir eben den Header drinnen stehen und dann die entsprechenden Daten. Also können wir uns zunächst mal diese Datei hier in den Metadaten entsprechend anlegen unter File Delimited. Machen wir einen Rechtsklick, sagen hier Create File Delimited. Und nenne das mal Adressen. Dann wählst du dir eine von diesen Adressdateien bei dir in dem Input-Verzeichnis aus. Also, keine Ahnung, mal die 5. Sehen wir hier eine Vorschau. Und gehen auf Next. Talent hat jetzt hier per Default das Semikolon als Field Separator. Das trifft auch in diesem Fall zu. Was wir aber jetzt hier noch machen können, ist diesen Haken setzen, set heading row as column names, damit wir hier nicht so Spalten mit Column 0, 1, 2, 3 am Ende haben, sondern die aus dem File verwenden. Ja, damit sieht das schon ganz gut aus. Gehe auf Next, Schema lassen wir jetzt auch so und klicke auf Finish. Und jetzt nehmen wir uns mal dieses Adressen-File, was damit hier als Metadateneintrag im Repository entstanden ist. Ziehen das mit Drag and Drop in unseren Job rein und verwandeln das in File Input Delimited. Und im ersten Schritt geben wir es einfach erstmal auf der Konsole aus, um zu gucken, ob bis hierhin alles funktioniert für diese eine Datei. Und machen wir das mal im Table-Modus. Ja, da sehen wir jetzt, das schaut schon mal ganz gut aus. Da sehen wir auch eine Konsolenausgabe, man kann es größer machen. Und jetzt werden wir daran erstmal die Iteration vorne dran bauen. Für die Iteration, kannst du dich erinnern, haben wir die FileList-Komponente verwendet. Die füge ich also jetzt hier auch ein. Wähle da wieder das passende Verzeichnis aus, nämlich Talent, na, nicht das Studio, sondern Talent und Data und In. Klick OK und gebe jetzt hier die Filemaske an, nach der ich suchen möchte. Das wäre also jetzt, ja, ich will es mir hier rauskopieren, sage also mal Cancel. Also jetzt dieser Teil des Namens. Und da füge ich dafür eine neue Filemaske ein. Lösche dieses New Line und schreibe jetzt da mal das hin, aber eben mit einem Stern. Damit wir natürlich über alle Adressdateien gehen. Und dann werden wir jetzt hier Rechtsklick machen und Row Iterate da drauf verbinden. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch eine wichtige Sache machen, damit wir nicht x-mal die gleiche Adressdatei lesen. Wir müssen auch hier für den FileNameStream-Feld, ähnlich wie in einem anderen Prozess vorhin, diese Variable verwenden, die uns die FileList 1 liefert. Also klicke ich hier nochmal rein, sage jetzt hier Change to Built-in Property, weil ich nur in diesem Job das ändern möchte. Lösche jetzt mal das raus, was hier drinnen steht und schreibe jetzt hier T-File List. Benutze jetzt hier STG und Leertaste und sage jetzt hier Current File Path. Ja, bitte nicht wie im anderen Beispiel Current File, weil das wäre natürlich nur der Dateiname. Denn die File-Input-Komponente braucht jetzt natürlich den Pfad und den Dateinamen. Deswegen Current-File-Path verwenden. Gut, und dann können wir das mal ausführen. Ja, jetzt zeigen wir einfach alle Dateien auf der Konsole an. Aber du siehst schon hier, wenn ich jetzt über die Konsole gehe, kriege ich jetzt für jede Iteration so ein Table-Output. Wir wissen zwar jetzt im Moment nicht den einzelnen Dateinamen jeweils dazu, aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Wir sehen, dass es halt entsprechend 9 Iterationen waren und in den letzten 70 Datensätze.
Gut, dann kann ich also hergehen und kann jetzt sagen, jetzt nehme ich hier diesen Lockrow weg. Kann jetzt hier meinen Pfeil Output Excel hinten anfügen. Mach das mal, verbinde die beiden wieder und werde jetzt hier im File Output Excel sagen, dass ich das woanders hin haben möchte. Nämlich bei mir in Talent Data Out und dann nenne ich das mal Adressen.xlsx. Sag jetzt auch hier wieder, ich möchte dieses Excel 2007 Format. Möchte, dass der Header drinnen steht. Möchte, dass alle Columns Auto-Size sind. Und ich jetzt der wohl wichtigste Punkt hier, dass ich sage Append Existing File und auch Append Existing Sheet. Was bedeutet das? Also, wir lesen ja hier mit einer Iteration immer wieder eine andere Adressdatei, aber ich möchte natürlich nicht einzelne Excels schreiben, sondern ich möchte ja gerade das alles appenden, also anhängen an die nach der ersten Iteration erstellte Datei und auch in das gleiche Blatt in diesem Excel, also kein neues Blatt einfügen. Gut, und jetzt können wir dieses hier schon mal ausführen. Drücken wir aufs Knöpfchen. Wenn jetzt hier ein Excel erzeugt wird, dauert es ein klein wenig länger und das Excel auch noch mehrmals hergenommen werden muss. Aber du siehst jetzt hier, sind jetzt auch wieder die neuen Iterationen durch. Wir sehen nichts mehr auf der Konsole. Wir gehen jetzt mal hier bei mir ins Out-Verzeichnis und haben jetzt hier die Adressen.xlsx. Jetzt machen wir das mal insgesamt auf und gucken. Und jetzt sehen wir eben hier, es sind nicht mehr nur, ich mache mal das ein bisschen kleiner, nicht mehr nur so um die 60 Datensätze, sondern es sollten jetzt so knapp um die 600 sein. Ja, also alle Datensätze in diese Datei integriert worden. Das heißt, der Hauptprozess, den haben wir damit schon mal erledigt. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit dazu gebaut, die ich mit dir zusammen jetzt anschauen möchte. Und zwar, einmal habe ich hier oben drüber einfach eine Komponente eingefügt, die heißt der T-Pre-Job. Die suchst du dir mal und fügst sie ein. Die macht nichts anderes, als sicherzustellen, dass wirklich das, was da dran hängt, am Anfang des Jobs ausgeführt wird, bevor irgendetwas anderes passiert. Da macht man typischerweise so Sachen wie Aufraumarbeiten oder Datenbankverbindungen herstellen und so weiter. Und unsere Aufraumarbeit wird jetzt sein, dass wir jedes Mal schauen, ob es, bevor wir das hier wieder laufen lassen, diese Excel schon gibt. Und wenn ja, die dann löschen. Dieses Prüfen, ob es die Excel schon gibt, können wir machen mit der File Exist-Komponente. Und das Löschen können wir machen mit der File Delete-Komponente. Deswegen füge ich mir diese beiden hier oben drüber mal ein. Jetzt muss ich sie entsprechend verbinden. Nämlich hier sage ich jetzt Rechtsklick Trigger on Component OK. Wird die File Exist ausgelöst und hier mit dem Trigger über ein If wird das Delete ausgelöst. So, und jetzt muss man das natürlich noch konfigurieren. Die einfache Variante wäre jetzt, wir nehmen das, was hier im FileName drinnen steht, kopieren das und fügen das hier ein und hier ein und definieren dann noch die Bedingung. Aber wir können das besser machen, wenn wir das hier an mehreren Stellen verwenden, lagern wir das in eine Variable aus. Das machen wir, indem wir unten gehen auf den Reiter Contexts und fügen uns dort eine Variable hinzu mit diesem grünen Plus. Die Variable nenne ich jetzt einfach TargetFile und gebe ihr jetzt eben genau diesen Wert, den ich mir von dort kopieren kann. Also sagt er einfach Ctrl-A, Ctrl-C. Gehe jetzt hier zu dem Reiter Kontext zurück in dieses Feld Value. Fügt es dort ein. Was ich hier noch machen kann, ist vorne und hinten dran diese doppelten Anführungsstriche löschen. So, und dann speichere ich den Job mal. Und jetzt habe ich eben diese Kontextvariable zur Verfügung, die ich an diesen drei Stellen verwenden kann. Jetzt also die Frage, wie verwende ich die Kontextvariable? Jetzt lösche ich das hier raus. Na, komm hier. Entfernen. Und für ein Verwenden der Kontextvariable schreibst du einfach Kontext. Na, ich muss auch noch richtig schreiben. Kontext.
und verwendest dann STK-Leertaste und hier haben wir nur eine Kontextvariable, also ist das schon die richtige. So, und das verwenden wir hier. Das verwenden wir oben im File Exist. Also schreibe ich da auch nochmal Kontext. Und wähle das dann aus und auch im File Delete sage ich jetzt hier Kontext. Target File. So, dann haben wir fast alles richtig. Die letzte Sache, die uns noch fehlt, ist, wir prüfen jetzt hier, ob es die Zieldatei schon gibt. Und nur wenn es die gibt, muss sie gelöscht werden. Also müssen wir noch die If-Bedingung hier definieren. Die If-Bedingung hat, wenn wir hier an diesem Pfeil dran gehen, auch so einen Reiter Component, in dem wir die Condition definieren können. Und die Condition bekommen wir, wenn wir hier in unserem Outline-Bereich schauen. Und zwar, da haben wir auch eine Variable von der File-Exist-1-Komponente, die heißt Exists. Und das ist die, die ich jetzt hier verwenden möchte. In diesem Fall geht es mit Drag and Drop, dass ich mir die einfach reinziehe. Und man sieht hier, die ist vom Typ her Boolean, also da kommt ein True oder ein False zurück. Und wenn also das hier zu True evaluiert wird, wird das, was hinten an dem if dran kommt, ausgelöst. Und das ist also das, was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass wir nicht immer wieder in die gleiche Excel-Datei, sondern nur für die einen Schwung der Verarbeitung der neuen Dateien da hinein ein Append machen. Dann führen wir den Job nochmal aus, können das mal nebendran tun, dass man das besser sehen kann, dass die Datei jetzt hier verschwindet und auch einen anderen Timestamp bekommt. Drück mal aufs Knöpfchen, dann sehen wir, sie ist weg. Jetzt ist sie wieder da und dann sehen wir, die wächst dann so schrittweise an, weil eben immer wieder eine neue Iteration reinschreibt. Und im Endeffekt haben wir wieder die gleiche Datei wie vorhin. Wir können es uns auch nochmal anschauen. Ja. Wir haben wieder irgendwas um die 600 Datensätze mit dem entsprechenden Header drin. Und das ist jetzt die Antwort, wieder eine Talent, kleine Dateien in eine große zusammenführen kannst.